Parkplätze sind in Schwerin ein seltenes Gut. Der Nahverkehr Schwerin ist für die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze in der Landeshauptstadt verantwortlich. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wird derzeit ein Gutachten darüber erstellt, wie viel Parkraum vorhanden ist und wie viel geschaffen werden muss. Darüber hinaus gibt es konkrete Pläne des NVS. Dann haben wir vor, eine Parkpalette am Bahnhof zu bauen. Wir haben dort eine 80-prozentige Auslastung, ständige Nachfragen, können nicht weiter Dauerplätze vergeben, weil natürlich auch Gäste und Fremde diese 20% freigehalten werden müssen. Und wir haben mit dem Klinikum Helios Gespräche aufgenommen, in dem oberen Bereich, dort wo auch die Straßenbahnlinien 1 und 4 fahren, eine Parkpalette zu bauen und dort einen Pachtvertrag mit der Klinik abzuschließen und sind auch dabei, das vorzubereiten für die nächste Aufsichtsratssitzung. Die Vorplanung und Kostenschätzung für die Projekte sind bereits abgeschlossen. Bei der Aufsichtsratssitzung im September wird Wilfried Eisenberg um Zustimmung für die Parkplatzpläne bitten.